dann sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn er das hat, dann hast du Riba begangen. Und wenn er das nicht hat, dann hast du ihn verleumdet. Das wird lästern. Du lästerst über eine Person, über deinen Bruder. Wenn dieser Bruder das hat, diese Eigenschaft, dann hast du Riba begangen. Wenn der es nicht hat, dann hast du ihn, wal'iyadu billah, zu Unrecht behandelt, indem du was verleumdet hast. Warum ist Al-Riba? Warum machen die Leute Riba überhaupt? Barakallahu fikum. Es gibt verschiedene natürlich, aber ein paar vielleicht. Es gibt sehr viele, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Gründe. Aber das meiste bei Al-Riba ist Hass. Hass. Eine Person hasst den anderen, dann fängt von seinen Fehlern zu erzählen, von seinen Eigenschaften zu erzählen. Weil die Person, die Riba macht, die fühlt sich wohl dann. Ich habe rausgelassen, was ich im Herzen habe. Ich hasse ihn. Wie soll ich zeigen, dass ich ihn hasse? Wenn ich sitze, dann fange ich an. Der ist geizig, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so, der ist so. Ich sage alles. Zweitens, barakallahu fikum, Neid. Neid. Wenn jemand jemanden beneidet, dann fängt man von ihm zu erzählen, da will man nicht sagen, ich beneide die Person. Beneidete Person ist groß bei den Menschen. Deshalb fängt man seine schlechten Eigenschaften zu erzählen. Drittens, Arroganz. Weil man arrogant ist und da will man immer gelobt werden. Deshalb, wenn man von anderen spricht, da fängt man Raketen zu schießen. Gegen den. Natürlich, wenn man arrogant ist, da will er nicht hören, dass die anderen gelobt werden. Viertens, barakallahu fikum, die Freunde oder Kreis, mit den Leuten, du bist ja, Freundenkreis. Die sitzen zusammen und einer sagt über die Person so, die Person, dann machst du mit. Das bedeutet, wie sagt man, diese Mitläufer. Oder Gruppenzwang, Mitläufer ist am besten. Mitläufer oder Gruppenzwang. Die reden und dann redet man mit. Fünftens, Angeberei. Angeberei, Arrogant, Neid, die sind ineinander vermischt. Ja? Man will angeben. Wie sollte man angeben, indem man die anderen schlecht darstellen und sich selber, barakallahu fikum, besser macht. Dieses Thema ist sehr gefährlich, wenn die Muslime Riba haben untereinander. Und leider, fast 99,9 von Muslimen machen Riba. Sag mal, auch du? Ja, bestimmt. Manchmal. Weil das geht schnell. Ihr merkt das, manchmal merken wir selber nicht, dass wir Riba begangen haben. Der sagt dir, Bruder, so, sag, ach, dies, ach, das ist Riba. Der Bruder, so, meinst du, ja, der ist so geizig, subhanallah. Ja. Der hat keinen guten Charakter. Bitteschön. Ja, ja. Und subhanallah, wenn ich das sage, schaut mal, wie unsere Religion ist. Überleg dir, dass du jedes Wort beachtest, was du sagst. Dass du jede Tat beachtest, was du machst. Wie wird unser Leben sein?
Ja, aber wir halten uns leider nicht an die Regeln von Koran und Sunna. Wenn Al-Riba, barakallahu fikum, wenn dieser Riba in einer Gesellschaft zu finden ist, dann wird dieser Riba die Gesellschaft kaputt machen. Erstmal, Riba ist haram, verboten. Riba ist verboten, ist haram. Wie könnte man diese Eigenschaft verlassen? Al-Riba. Wie verlässt man diese Eigenschaft? Erstmal, barakallahu fikum, dass man das Gefühl hat und dass man gewissenhaft versteht, wie schlimm diese Sünde ist. Wie schlimm die Sünde ist. Und das haben wir gesagt am Anfang. Es gibt manche Leute, du sagst ihm, Allah sagt im Koran, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Mag einer von euch das Fleisch von seinem verstorbenen Bruder zu essen? Magst du sowas? Du sagst, A'udhu Billah. Wenn du Riba machst, dann ist das schlimmer. Und hier fängt das an. Eine Empfehlung für uns alle. Wenn wir wissen, mit wem wir zu tun haben, mit Allah, dann werden wir gottesfürchtig werden. Wenn wir wissen, wie schlimm die Sünde ist und dass wir gegen Allah mit der Sünde handeln, dann werden wir uns tausendmal überlegen, bevor wir eine Sünde begehen. Und wenn wir wissen, wie schlimm die Riba ist, wie schlecht für die Gesellschaft ist und für die Person und für die Nation, dann werden wir das normalerweise nicht tun. Barakallahu fikum, dann, man sollte, damit man diese Riba nicht macht, das wird von den anderen über andere lästert und so weiter, da sollte man Freundekreis wirklich aussuchen. Mit wem bist du? Sag mir, wer dein Freund ist, dann sage ich dir, wer du bist. Und das stimmt. Weil die Freunde, die können eine Person beeinflussen. Merkst du nicht, wenn eine Person mit guten Leuten zusammen ist oder mit Leuten, die gute Wörter sagen, dass er nach ein paar Monaten anfängt, auch gute Wörter zu sagen? Oder wenn du mit schlechten Leuten kommst, die jeden Tag beschimpfen und sowas, dann mit der Zeit wirst du auch die anderen beschimpfen und die Wörter benutzen? Merkst du nicht, wenn du mit guten Leuten bist, dann willst du auch wie sie werden. Du willst sie nachmachen. Und wenn du mit schlechten Leuten bist, du willst sie auch nachmachen? Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ. Das bedeutet, der Wolf, der frisst die von den Schafen, die am Rande sind, die nicht in der Herde sind. Deshalb, man sollte mit guten Leuten zusammenkommen, nicht mit schlechten Leuten zusammenkommen. Dann, barakallahu fikum, was bedeutet Islam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Muslimu, man salima an-nasu aw al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Die Muslime sind bewahrt. Die bleiben bewahrt von seiner Zunge und Hand. Das ist ein richtiger Muslim. Der macht ihnen nicht Böses. Und Riba ist Böses. Dass die Person versteht, wenn du die anderen, wenn du von den anderen schlecht redest und über andere lästerst, dass die anderen auch verstehen, dass du dich loben willst. Und eines Tages wird auch über deine Person gelästert. Weil du diesen Leuten, die dich gehört haben oder zugehört haben, du hast sie dazu beigetragen, dass sie auch lästern. Und schau mal heute bei den Leuten, die in Shisha-Bars oder in Cafés sitzen, ja? Die reden von einer Person, der nicht bei ihnen ist. Wenn eine Person sagt, ich gehe nach Hause, dann fangen sie bei ihm an. Und so weiter. Dann barakallahu fikum, sagakumullah khairan, die Väter, die Brüder, die Erzieher sollten den Leuten das beibringen, wie schlimm diese Eigenschaft ist. Jetzt die Frage ist, werden wir diese Eigenschaft abschaffen, wenn wir so einen Unterricht machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Logisch. Und
sage ich jetzt real nicht, aber mindestens du hast diese Wörter gehört, ich habe diese Wörter gesagt, wir wissen jetzt davon und dann kannst du handeln. Willst du diese Sünde machen? Bitteschön. Aber du musst wissen, was mit dir passieren wird oder passieren könnte. Was ist dann das Richtige, dass man sagt, nein, ich zeige Reue, ich mache das nicht. Und wenn man von anderen Leuten erzählt, dann halte ich mich zurück. Ich will nicht. Schaut mal, das ist genauso. Du arbeitest von früh bis abend, sag mal, von 7 bis 18 Uhr arbeitest du. Und am Ende, du brauchst das Geld, dann gibst du das einem anderen. Du hast gebetet, du hast gefastet, du hast das. Und am Ende hast du keinen Lohn, du gibst das weiter an eine andere Person. Warum? Wenn du schlau bist, dann machst du sowas nicht. Und deshalb, barakallahu fikum, das Ganze hat mit Taqwa zu tun. Und Taqwa ist erstmal im Herzen. Wenn du Allah fürchtest, dann wirst du total anders sein, in allen Bereichen des Lebens. Aber wenn du Allah nicht fürchtest, dann wirst du alles tun. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin.